Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem richtigen Oldschool-Video heute. Heute geht es um aufgebrauchte Produkte. Was brauchen wir am allermeisten auf im Bad? Klar, Duschgel. Und ich glaube, damit möchte ich kurz beginnen. Ich habe aber auch Haarprodukte dabei. Ich habe was Dekoratives dabei. Und meine Stimme geht gerade weg. Entschuldigung, ich musste mich kurz räuspern und jetzt können wir loslegen. Ich hatte versprochen, mit den Bartprodukten anzufangen. Da habe ich schöne Sachen, die ich euch auch von Herzen weiterempfehle. Gleich kommt auch noch ein Flop, keine Sorge. Und zwar ist das ein Duschgel von Urinique. Das bekommt ihr im DM. Und Urinique habe ich irgendwann mal entdeckt und habe Thailand-Feeling gekauft als Duschgel. Und dann gibt es noch so einen Pott mit einem Körperpeeling. Das ist auch ganz toll. Das ist so mit Öl und mit so gröberen Partikeln, so Zuckerpartikeln, die so richtig schön die Haut peelen. Und das ist einfach ein Dufterlebnis. Und in dieser Kombination hält das auch ein bisschen auf der Haut. Und ich mag das voll gerne. Und Thailand Feeling ist mein Lieblingsduft. Ich habe auch die anderen Düfte nachher probiert. Santorini mag ich auch ganz gerne. Aber ich greife immer wieder zu Thailand Feeling. Das ist das Orange. Und das möchte ich euch auch von Herzen gerne ans Herz legen, empfehlen. Von Herzen gerne empfehlen. Das möchte ich euch gerne ans Herz legen. So wäre es, glaube ich, richtig. Ein ganz, ganz tolles Duschgel aus der Drogerie. Und dann habe ich hier noch eins, was nicht aus der Drogerie kommt, aber auch ganz toll ist. Meistens bekomme ich das tatsächlich geschenkt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir das schon ganz, ganz lange nicht mehr selbst gekauft. Das ist von Rituals. Dieses Sakura, das ist eigentlich ein Duschmousse. Da kommt halt so ein Schaum raus, ist sehr pflegend. Hier habe ich mehr so das Bedürfnis, immer danach zu greifen, wenn ich gut duften möchte. So quasi als zweites Topping, wenn ich mich gewaschen habe. Das hier von Urinique macht mehr sauber. Das gibt das Sauberkeitsgefühl. Und das hier gibt den Duft so ein bisschen. Also es klingt bescheuert, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe immer so Duschgele, wo ich mich danach richtig sauber und gut fühle und frisch. Und dann habe ich so welche, die so ein bisschen pflegend sind und mehr duftend. Das sind auch meistens die teuren, so wie das hier. Muss man nicht haben, ist aber trotzdem nett gewesen. Habe ich immer wieder ganz gern. Und ein weiteres Duschgel, auch aus der Drogerie von Balea, ist dieses hier. Das kaufe ich auch so zwischendurch, wenn ich nicht im Urlaub bin. Obwohl das eigentlich ein Duschgel After Sun ist. Befreit von Sonnencreme-Rückständen steht da drauf. Entfernt Rückstände von Chlor und Salzwasser. Mit Cooling-Effekt, den merke ich zum Glück nicht so doll, aber das kaufe ich immer wieder nach. Besonders gerne für den Urlaub. Dann nehme ich das super gerne mit, weil die ganze Familie es liebt. Und weil ich finde, es duftet auch nach Urlaub. Es riecht so, es riecht einfach wie Urlaub, wie Sonnenurlaub, wie Strandbadeurlaub. Das hat so einen nostalgischen Duft mit drin. Und das mag ich halt ganz gerne auch im Bad, wenn ich nicht im Urlaub bin oder wenn nicht Sommer ist. Ich kaufe das also immer wieder nach. Es ist nicht teuer, reinigt super. Diesen Cooling-Effekt merkt man kaum. Ich finde, es pflegt auch ein kleines bisschen, aber das Tollste daran ist wirklich der Duft. Und das kann ich auch nur empfehlen. Also schon mal drei Tip-Top-Produkte, die ich wirklich gerne mochte und auch nachkaufen werde. Wollen wir weitermachen mit dem Flop? Ich glaube ja, ne? Packe ich das mal so relativ an den Anfang des Videos. Und zwar habe ich super gerne immer benutzt von Garnier das Skin Active Micellenwasser. Weil, das ist das Goldene, ne? Also, ist so ein Zwei-Phasen-Produkt und da ist Öl mit drin. Das muss man dann schütteln und dann gibt man sich das auf ein Wattepad und macht sich damit zum Beispiel wasserfeste Mascara runter. Und das ist auch wirklich ein Produkt, was das schafft. Für mich das einzige Produkt, was das wirklich gut macht, was das Auge nicht reizt, was sanft ist am Auge. Und deswegen kaufe ich das immer wieder nach, weil immer dann, wenn ich etwas wasserfeste Mascara benutzt habe, brauche ich das. Deswegen brauche ich auch so wenig davon. Ich benutze in letzter Zeit sehr wenig wasserfeste Mascara, aber das ist immer bei mir zu Hause, damit ich immer danach greifen kann. Das ist das Allertollste. Und dann hat Balea ein Micellenreinigungswasser Waterproof rausgemacht. Verspricht das Gleiche. Also auch, dass es wasserfeste Mascara runterbekommt. Make-up-Entferner, Gesichtswasser für trockene und sensible Haut 3 in 1 und so weiter. Gleiche Größe, gleiche Farbe, auch ein Zwei-Phasen-Produkt, wie ihr hier sehen könnt. Also das Öl schwimmt oben, ihr müsst es vorher schütteln auf Wattepad und so. Das funktioniert nur leider nicht bei mir. Deswegen ist das hier definitiv mein Flop-Produkt und ihr seht, es ist noch fast voll. Ich komme damit nicht gut zurecht. Ich werde das jetzt gleich meiner Freundin mitbringen und sie darf das testen. Wenn sie es gut findet, schön. Wenn nicht, soll sie es einfach wegschmeißen, weil bevor ich das jetzt einfach voll, wie es ist, wegschmeiße, wäre jetzt viel zu schade. Gebe ich das nochmal weiter und ich war ja jetzt auch nicht mit den Fingern drin oder so. Das ist ja wirklich nur zum Rauskippen ein Produkt. Das ist mein Flop. Es steht zwar drauf, ohne Parfüm, ohne Alkohol, aber ich fand es wesentlich reizender am Auge, irgendwie härter, so von der Konsistenz her, wie das hier. Und deswegen bleibe ich bei meinem Garnier.
Pflege, Pflege, Pflege. Habe ich leer gemacht von Jepoda. Einmal mein geliebtes The Calm Balm. Das ist in so einem Töpfchen kommt das. Das nimmt man hier raus. Das ist so eine wachsartige Textur. Und das kann man sich auf sein komplett geschminktes Gesicht abends auftragen. Also trocken. Das kommt trocken aufs Gesicht. Und dann verschmilzt das so schön und bricht so das Make-up auf. Und ich kriege damit auch mein Augen-Make-up ganz gut runter. Dann wäscht man das mit warmem Wasser ab. Und da bleibt tatsächlich so ein bisschen so ein wachsiger Film auf der Haut, kann man das so nennen. Und danach geht man eben mit dem Bubble Double, das ist eigentlich rot. Und da kommt eben so ein Reinigungsschaum raus. Dann geht man mit diesem Schaum nochmal drüber, entfernt damit die Wachsreste, also das, was man noch spürt auf der Haut, und hat danach ein quietschereines Gesicht. Und ich mag diese Kombination sehr gerne von Jepoda. Und ja, jetzt ist es leer. Und dann habe ich noch ein kleines Pflegeprodukt aus der Drogerie. Das hatte ich euch mal gezeigt in einem DM-Haul. Das wollte ich mal ausprobieren. Habe ich auch. Das ist von Geek & Gorgeous. Das 101 Happier Barrier. Und zwar sind da 10% Squalan mit drin, also Lipide. Ist ein Moisturizer, also einfach eine Gesichtscreme für den Tag. Ich fand die recht reichhaltig und auch ganz gut. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist so was einfach Formuliertes, was deine Haut nicht reizt, was sie pflegt, was okay ist. Und hat jetzt keine besonderen Benefits. Es hat gut die Haut gepflegt und ich finde, es hat auch gut Feuchtigkeit gespendet. Und ich habe mich damit immer sehr wohl gefühlt. Und es ist, ja, ein schönes Produkt. Also es hat jetzt keinen besonderen Duft, kommt nicht in einem besonderen Tübchen oder Döschen daher. Da bezahlt man jetzt eben nicht so das Drumherum irgendwie mit, habe ich so den Eindruck. Und es ist okay. Also ich würde es sogar nochmal nachkaufen, weil es eben einfach formuliert ist. Und ich glaube, das ist auch was für empfindliche Haut. Da könnt ihr auf jeden Fall nachgucken. Geek & Gorgeous gibt es jetzt neuerdings auch bei DM zu kaufen. Da habe ich das auch her. Und ich hatte mir dazu so ein Spray noch geholt. Das ist so ein befeuchtendes Spray. Das habe ich mir mal vorher aufgesprüht. Dann die Creme drüber. Und dann kann man halt im Laufe des Tages nochmal nachsprühen. Mache ich aber irgendwie selten. Deswegen ist das Spray noch halb voll und das hier ist schon leer. Und deswegen, ja, das war's jetzt. Aber kann ich euch empfehlen. Finde ich okay, das Produkt. Ein Nagelöl von Santé ist leer gegangen. Das ist dieses hier. Oh, da ist sogar noch ein bisschen was drin. Könnte ich noch ein bisschen was rauskratzen, ne? Nagelöl ist Nagelöl. Damit kriege ich eben ganz gut meine Nagelfolien runter. Die entfernt man ja mit Nagelöl. Da muss man allerdings, wenn man jetzt so einen Tropfen drauf gibt, wirklich an der Seite mit so einem Rosenholzstäbchen rangehen und das anheben, nochmal einen Tropfen drauf geben, und das, damit das Öl auch da drunter läuft und den Kleber sozusagen löst. Und dann kann man das so von der Seite ganz vorsichtig ablösen. Und dann habt ihr gleich den Nagel quasi gepflegt. Das macht eh meine Nägel nicht so kaputt hier. Diese Folien komme ich ja super mit klar. Das ist Money Fix. Findet ihr auch unten unter diesem Video in der Infobox. Da habe ich auch einen Rabattcode für euch. Könnt ihr 25% sparen auf die Folien. Und das mache ich eben mit Nagelöl ab. Und da hatte ich mir mal irgendwann von Santé das gekauft. Fand das gut. Habe auch zwischendurch immer mal gepflegt und auch an den Füßen immer mal so abends ein bisschen was drauf. Nagelhaut gepflegt. Und ich fand das gut. Also das ist günstig und gut und ja, würde ich auch wieder nachkaufen. Aber ich habe jetzt ein anderes. Ich habe jetzt das Original von Money Fix. Und das habe ich mir bestellt, damit entferne ich das aktuelle. Und ich habe auch noch ein weiteres von irgendeiner anderen Marke, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, Nagelöl bin ich erstmal mit ausgestattet. Aber ich fand das gut von Santé. Und dann habe ich noch zwei Produkte von Balea leer gemacht. Einmal ein Parfum-Trockenshampoo Pure Elegance, so heißt das. Fand ich ganz gut, wobei ich so ein bisschen ab bin von den Trockenshampoos aus der Drogerie, weil ich am Ende finde, die trocknen doch alle ein bisschen mehr aus als die hochpreisigen Marken-Dry-Shampoos. Am allerliebsten mag ich das von Nusha, das finde ich ganz toll. Ist auch ein Trockenshampoo, was nicht austrocknet. Und dann habe ich noch eins von Moroccan Oil, das trocknet auch nicht aus. Da merkt man einfach schon den Unterschied. Aber wenn ihr es günstig haben wollt, nur mal so für zwischendurch zum Auffrischen, das Pure Elegance war bis jetzt noch das Beste, was ich so aus der Drogerie getestet habe, finde ich. Und es riecht ganz gut. Es riecht sehr lecker, frisch und ein bisschen blumig auch. Was ich allerdings wieder ganz gut finde für die hartnäckigen Fälle, ist der Trockenshampoo-Schaum. Das ist jetzt auch von Balea, gibt es auch von anderen Marken, zum Beispiel von Taft. Das funktioniert so über Nacht. Das ist so ein Mousse, das gibt man sich auf die Hand, also so einen richtigen Berg muss man da drauf sprühen, also richtig, richtig viel. Und dann nimmt man das runter und massiert das auf die Kopfhaut ein, wenn man keine Zeit oder keine Lust hat, die Haare zu waschen und auch am nächsten Tag nicht. Dann massiert man das in die Kopfhaut, die wird natürlich leicht feucht dadurch. Und dann kann man schön so die Ränder, ne, so die Haarränder hier so einmassieren und so, und dann geht man schlafen.
Und am nächsten Morgen sind die Haare wirklich frisch am Ansatz. Es ist faszinierend. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Auch das bisschen austrocknet. Ich glaube, da ist auch Alkohol mit drin. Alkoholdenat an dritter Stelle. Ja, also das trocknet schon ein bisschen aus. Aber es ist ja auch wirklich nur für einen Notfall gedacht. Oder wenn ihr mal einen Wochenendtrip macht und sagt, ich nehme jetzt aber nicht mein ganzes Föhngedöns mit und dann noch hier 25 und ein Haarwickler und was weiß ich nicht und will die nur kurz auffrischen über Nacht oder so, dann nehmt ihr eben einen Schaum oder ein Trockenshampoo und frischt die kurz auf für den zweiten Tag und dann fahrt ihr wieder nach Hause und macht dann zu Hause eure Routine ganz in Ruhe im Bad. Für solche Gelegenheiten finde ich die immer ganz gut. Aber ich benutze sie wirklich nicht oft, weil ich eben meine Haare ein bisschen schonen will. Ich wasche die sowieso nur alle 4 Tage mittlerweile. Das funktioniert ganz gut. Dann wasche ich nur den Ansatz. Die Längen lasse ich aus. Die pflege ich dann wieder ein bisschen mehr und damit komme ich ganz gut zurecht. Apropos Haarpflege. So, jetzt geht's rund hier. Da habe ich eine ganze Reihe von Olaplex leer gemacht. Und zwar einmal Olaplex Nummer 3. Das ist eine, eigentlich, wenn ich jetzt Haarmaske sage, ist das falsch. Das gibt man sich ganz am Anfang. Ich mache meine Haare nass, so wie sie sind, gebe mir Nummer 3 in die Längen und Spitzen. Kann man auch an den Ansatz machen, also überall hin. Und lasse das mindestens 20 Minuten einwirken. Meistens zwirbel ich mir die Haare hoch und mache dabei irgendwas anderes im Haushalt. Dann lasse ich es auch schon mal eine Stunde drauf. Und danach wasche ich das hier mit Wasser wieder aus, gehe mit Shampoo hinterher. Am besten mit dem Olaplex-Shampoo. Wasche nur die Ansätze am Kopf und wasche alles gut ab. Und dann gehe ich mit dem Olaplex Conditioner hinterher, um das Ganze zu versiegeln. Klappt wunderbar bei mir. Olaplex hat ja diese Wissenschaft erfunden, die Disulfidbrücken des Haars wieder zu reparieren. Das ist auch das Einzige, was bei mir funktioniert. Alle anderen Sachen sind ein bisschen nachgemacht, die man so in der Drogerie bekommt, überall wo Bond draufsteht und so, die sollen auch gut sein. Also bei manchen funktionieren die wunderbar. Wenn man jetzt Olaplex noch nie hatte, möchte sich das auch nicht leisten. Ich glaube, dann sind die Produkte auch gar nicht schlecht. Aber die machen halt eben nicht, ich habe ja wirklich, ne, blonde Strähnen drin und so, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Pflege. Deswegen habe ich diese ganze Olaplex-Reihe hier gehabt. Habe ich auch schon wieder da, benutze ich immer noch zwischendurch nicht. Durchgehend, aber immer mal wieder zwischendurch. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist die Nummer 6. Also ich habe die Nummer, also das Shampoo von Olaplex leer gemacht. Ich weiß nicht, warum ich das hier nicht habe. Dann die Nummer 3, das ist diese Vorabmaske. Dann die Nummer 5, das ist der Conditioner, habe ich leer gemacht. Und die Nummer 6, das ist der Bond Smoother, das ist ein Leave-In-Produkt. Da gebe ich mir dann ein bisschen was drauf, wenn die Haare noch feucht sind, ziehe das so in die Längen und Spitzen und föhne danach. Und ganz zum Schluss auch das Olaplex Öl, Haaröl. Was das Ganze dann nochmal versiegelt und die Haare einfach schöner und ja, besser hinterlässt und nochmal schützt extra. Olaplex habe ich wieder ordentlich leer gemacht. Und zwischendurch habe ich auch noch ein bisschen was verwendet aus der Drogerie und zwar von Frizz-Ease von John Frieda Traumlockencondition. Der hat bei mir ganz gut funktioniert, weil ich finde, der ist relativ reichhaltig. Aber wozu ich den zum Schluss gerne jetzt verwendet habe, ist ein Tipp, den ich auch im Internet gelernt habe. Wenn ihr die Haare über Kopf wascht, so wie ich, und ihr habt langes Haar, dann gebt ihr einfach ein bisschen Conditioner in eure Hand. Und wenn die Haare nass sind, gebt ihr so ab hier in die Längen Conditioner auf, bevor ihr mit Shampoo die Ansätze wascht. Dann perlt das Shampoo beim Runterperlen über den Conditioner. Die Spitzen werden nicht mitgewaschen und ausgetrocknet, sondern die sind geschützt von dem Conditioner. Und dann spült ihr alles ab und gebt nochmal Conditioner drüber, überall hin, damit alles versiegelt ist. Funktioniert bei mir gut und ist für Längen und Spitzen, glaube ich, ein Traumtipp. Also deswegen was Günstiges, Großes aus der Drogerie für diese Vorabnummer, die ich da gemacht habe, hat gut funktioniert. Dann habe ich noch ein Deo leer gemacht. Benutze mittlerweile gerne einfaches Deo, weil das für mich ausreichend ist im Normalfall. Aber ich habe auch immer wieder das Rexona Maximum Protection zu Hause. Ich finde, das ist exorbitant teuer geworden. 5,95 € oder 5,45 € irgendwie so total bescheuert bei DM. Kaufe ich nie zum Originalpreis. Kaufe ich immer nur dann, wenn es im Angebot ist, wenn es 10 oder 20% gibt bei DM oder bei Rossmann. Oder wenn ich das mal im Fünferpack günstig schnappen kann bei Amazon, da lauere ich immer drauf, dann bestelle ich es mir, weil eins davon habe ich eigentlich immer zu Hause für besondere Fälle. Besondere Fälle sind,
Oh Gott, es wird aufregend. Ich bin auf einem Event, ich muss eine Rede halten. Ich möchte den ganzen Tag frisch bleiben, weil ich auf irgendeiner Feier eingeladen bin, die von morgens bis abends geht, Hochzeiten, was weiß ich. Dann benutze ich das hier, weil das ist ein Antitranspirant, was wirklich 24 Stunden lang schützt und euch definitiv nicht riechen lässt und euch absolut frisch hält. Das ist für mich das Nonplusultra Rexona Maximum Protection. Immer wieder nachgekauft. Ich habe auch schon wieder eins da stehen im Bad. Für den Notfall benutze ich immer gern. Und dann habe ich noch etwas benutzt, was ich immer benutze. Das ist eins meiner Lieblingsprodukte für die Lippen. Das ist von NYX, das Rêve de Miel, eine Lippenbutter mit Honig. Kennt ihr schon von mir, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, mache ich regelmäßig leer. Man kommt so ungefähr ein Jahr damit aus, gefühlt. Ich gebe mir das jeden Abend auf die Lippen. Jeden Abend. Das ist so ein kleines Glastiegelchen. Das ist bis oben hin gefüllt. Und dann gehe ich mit dem kleinen Finger rein. Kann man auch mit dem Q-Tip machen, wenn man das nicht möchte. So, gehe ich mit dem kleinen Finger rein. Und dann auf meine sauberen Lippen, abends nach dem Abschminken, kommt das dick drauf. Schraub's zu, stell's an meinen Nachttisch und schlafe und werde morgens wach mit den weichsten Lippen der Welt, die immer top gepflegt sind. Seit ich das entdeckt habe, kaufe ich das regelmäßig nach. Ich habe jetzt gerade ein neues Töpfchen aufgemacht, was wieder voll gefüllt ist und ich liebe es. Was passieren kann, ist, wenn es zu kühl steht im Bad. Meistens ist das bei mir im Winter der Fall, wenn es zu kühl steht und da ist nur noch die Hälfte oder weniger als die Hälfte drin, dann kriegt das Kristalle oder dann bildet das Kristalle. Das kann unangenehm sein, weil man dann so ein sandiges Gefühl bekommt auf den Lippen. Das hat nichts mit der Qualität des Produktes zu tun. Es ist immer noch gut und dann stellt man es, wenn man das nicht mag, ein bisschen wärmer vielleicht. Ja, und so kriege ich halt jedes Töpfchen komplett leer und freue mich dann immer, wenn ich ein neues aufmachen kann. Also NYX Rêve de Miel ist mein absolutes Must-Have-Produkt aller Zeiten. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was Dekoratives leer gemacht, und zwar Precisely My Brow Eyebrow Pencil von Benefit. Ich liebe den. Ich habe den hier in der Farbnummer 3. Das ist so mein Allrounder. Das ist so ein ganz, ganz feiner Stift. Da kann man die Spitze vorne rausdrehen und ganz, ganz fein so Härchen nachzeichnen. Und ich liebe das für meine Augenbrauen. Auf der Rückseite habt ihr immer noch mal so ein Spoolie zum Durchkämmen. Benefit macht einfach die besten Augenbrauenprodukte. Das ist so und das bleibt so. Und dann habe ich noch mal den Precisely My Brow Eyebrow Pencil leer gemacht. Auch in der Farbnummer 3. Also ich habe zwei. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich dachte, das wäre der andere. Aber es sind beides Precisely My Brow Eyebrow Pencils. Tja, so sieht's aus. Wisst ihr mal, wie oft ich die benutze? Und was ich auch leer gemacht habe, fast leer, ist mein Lieblings-Lip-Liner von Make-Up Coach. Der heißt Beste Freundin. Ich habe den extra aufgehoben. Hier ist nämlich schon die Mine rausgebrochen aus dem letzten Stückchen. Kann ich vielleicht nochmal versuchen anzuspitzen, aber es wird schwierig, wenn man das so in den Anspitzer und dann nur hinten an so einem halben Zentimeter noch drehen kann. Das wird schwer. Da ist auch nichts mehr drin. Da kann man so ganz tief schon reingucken. Der hat es, glaube ich, hinter sich. Aber ich habe natürlich selbstverständlich schon wieder einen neuen in Gebrauch, einen größeren. Aber ich habe gesehen, Freundin kann man noch lesen. Gerade so. Das ist mein liebster Lip-Liner. Der hält Bombe. Das ist eine schöne Farbe. My Lips But Better. Umranden, ausmalen damit. Der hält fast den ganzen Tag. Ein Gloss drüber geben oder so. Ich liebe den einfach. Ja. Und so klein kann er werden. Der ist so klein wie das Käppchen. Eine kleine Probe habe ich noch leer gemacht von der Benefit Their Real Mascara. Das war, glaube ich, eine Probe, die ich mal in einem Adventskalender hatte oder so. Habe ich auf jeden Fall mitgenommen auf diverse Reisen. Funktioniert gut bei mir, die Mascara, und die ist halt klein und leicht. Und jetzt ist sie leer, kommt nichts mehr raus. Und dann habe ich, und da überlege ich ernsthaft, ob ich mir das nochmal neu bestelle, vielleicht für den Urlaub. Aber ich habe jetzt von Make-up Coach diesen Weichzeichner. Der macht fast das Gleiche, also genauso wenig und genauso gut. Und das ist auf jeden Fall von Chanel das Le Beige. Da sind so kleine Perlchen drin. Das ist natürlich jetzt komplett leer. Ein super schönes, ganz leichtes, zartes Produkt für die Haut. Das deckt nicht besonders viel ab, aber macht alles so ein kleines bisschen schöner. Pflegt dabei, ist sehr durchscheinend. Dabei war, glaube ich, auch noch so ein kleiner Pinsel. Ist natürlich total teuer, das Zeug, ne? Und ob man das haben muss, weiß ich nicht. Ich denke, nein. Aber es ist halt so ein High-End-Produkt, was wirklich gut ist. Und ich habe gesehen, die haben noch mal was Neues rausgebracht in einer nicht eckigen, sondern runden Flakonpackung. Das ist direkt mal irgendwie 20 € teurer noch mal, aber es sieht genauso aus. Ich weiß gar nicht, was da der Unterschied ist. Ich glaube, ich muss mal selber bei YouTube hier so Vergleichsvideos mal schauen,
ob das andere vielleicht ein bisschen mehr Deckkraft hat oder nicht. Und dann denke ich in Ruhe darüber nach, ob ich es unbedingt nochmal haben muss oder nicht. Weil es ist für mich definitiv wirklich nur ein Sommerprodukt gewesen. Also wenn es warm ist draußen, wenn ich nur was Leichtes will, nur was Zartes und dafür dann so viel Geld ausgeben, ich hadere noch mit mir. Und was auch leer gegangen ist, das habe ich zugemacht mit Alufolie. Das war so ein Stück Alufolie, was da noch rumflog. Da habe ich gedacht, komm, ne, bevor das irgendwie umkippt und irgendwas versaut. Das ist von MAC eine super schöne Foundation. Die heißt Studio Fix Fluid. Hat einen Lichtschutzfaktor von 15 mit drin und ich hatte sie hier in der Farbnummer NC40, also relativ dunkel, also auch so ein Sommerding. Aber die Studio Fix deckt total heftig ab. Brauche ich jetzt nicht nochmal neu. Die habe ich über Jahre immer mal wieder gekauft und auch gerne verwendet. Aber ich habe aktuell tatsächlich ein paar andere sehr gute deckende Foundations in Gebrauch hier. Wenn ich mir die jetzt kaufe, dann ja, kommt die nicht so richtig zum Zug, glaube ich. Deswegen spare ich mir das. Aber die Foundation an sich ist auf jeden Fall eine gute. Und das war's. Mehr habe ich nicht hier. Ich glaube, das reicht auch. Ich vermisse gerade noch zwei, drei leer gemachte Mascaras von mir. Ich weiß aber aktuell nicht, wo die sind. Und ich glaube, die zeige ich euch dann im nächsten Aufgebraucht-Video. Wenn euch das hier gefallen hat und ihr dem Ganzen einen Daumen hoch gebt und ich sehe, ihr mögt diese Art von Video oder schreibt mir auch einen Kommentar dazu, dann bleibe ich dabei, dann sammle ich weiter und immer wenn einiges leer gegangen ist, schiebe ich nochmal so ein Video rein. Ich weiß, das ist voll oldschool. Das war so in meinen Anfängen von YouTube so, dass ich diese Videos ganz gerne geschaut habe, geguckt habe, was haben die verschiedenen Menschen denn da eigentlich so leer gemacht? Was geht bei denen so durch? Und was kaufen sie immer wieder nach? Das ist ja gleichzeitig auch mal eine kleine Review, eine kleine Bewertung. Ist das ein Produkt, was ich nachkaufe? Oder sage ich, oh, war nett, das mal zu haben, aber muss ich nicht nochmal haben und so. Finde ich immer ganz schön, so eine Einschätzung. Und ich hoffe, die konnte ich euch heute auch liefern. Und ihr habt vielleicht das eine oder andere entdeckt, wo ihr sagt, ach, probiere ich auch mal aus. Oder, kaufe ich dann auch lieber nicht. Je nachdem, was ich dazu gesagt habe. Und ich bedanke mich jetzt bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!